Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Yuku's Island Express. Ja, eigentlich habe ich es auch so ein bisschen auf dem Schirm, wie es ausgesprochen wird. Betonung liegt halt auf ein wenig. Genauso wie ich es auch ein wenig auf dem Schirm habe, in welchem Winkel man hier durchschießen muss. Um die Sachen zu kriegen. Warte, gleich haben wir es. Nein! Scheibengleiter, Scheibengleiter, Scheibengleiter! Obwohl, das ist gut! Dann kriegen wir den hier noch. Oh, und da drin ist auch so eine Wortel. Oh Gott, das heißt, in jedem so ein Ding kann eine Wortel drin sein. Ist das nervig. Also für mich jetzt, weil ich dann natürlich nochmal mehr kontrollieren muss dann. Okay. Stufe 1 haben wir durch. Und ich habe wieder gepennt. So. Ey, das ist echt ekelhaft, wisst ihr das? Wenn man einfach nur versucht, den richtigen Bereich zu treffen und tausendmal daneben liegt. Okay, Moment. Nein, ich muss noch viel weiter vorne, genau. Alter. Also quasi kurz bevor die Kugel runterfällt, muss ich schon anhitten. Oh Mann! Und ja, ihr könnt es euch schon denken, ich bin wieder etwas sauer darüber gerade. Komm schon. Vor allem ist unser Portemonnaie eh ganz gut gefüllt. Ich mache das jetzt gerade quasi auch mit Absicht, mich ein bisschen das Portemonnaie loszuwerden. Und jetzt ist es schon wieder fast voll. Ich krieg eine Krise, okay. Sehr schön. Letzter Anschlag auf diese Spinne und dann war's das. Dann sollten wir es eigentlich hinter uns haben. Also rein hypothetisch. Theoretisch, praktisch gut. So.
Na, es war noch zu früh. Dann wieder später. Nein, ich werde ja nicht mehr. Oh, Gottes Willen. So, jetzt sind wir komplett voll. Und schon sind wir wieder um 4 Früchte erleichtert worden. Das gibt's doch nicht. Hey! Das war nicht fair, ihr habt gesehen, der wollte gerade hoch sliden. Ja, toll. Irgendwann ist auch mal aller Tage Abend, ne? Nein. 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 Auch nein. Oh Mann! Jetzt aber! Gottes Willen. Ihr merkt, dass es ein ganz schöner Krampf ist, nur um einmal hier hochzukommen. So, die... Mann, und ich wollte doch nochmal schlagen. Nein. Ach, nein. Nein. Auch nein. Danke. Ja, klar, jetzt geht's wieder. Habe ich was gedacht? Ich glaube, nein. So. Oh, habe jetzt gerade die letzte Frucht rausgeholt. Okay. Ist ja auch mal was. Oh Mann, und jetzt habe ich auch noch Augenschlaf im Auge, was mich nervte. Entschuldigung. So. Wie allein schon die Zahl anfängt zu zittern, wenn sie voll ist. Und ja, klar, natürlich ist dann klar, das ist dann wieder eine Funktion von nichts, weil es dann einfach nicht funktioniert hat. Und natürlich funktioniert es dann, wenn man nicht möchte, ne? Ich sag's ja immer wieder. Da konnte ich gar nicht so schnell reagieren, gerade. Da sehen wir mal, wie schnell das Gehirn maximal arbeitet. Von einem wie mir. Endlich! Errungenschaft freigeschaltet. Entferne die Spinnenweben. Boah. Huch. Boah, grandios. Ja. Das hat... Es hat...
obwohl es genervt hat mit diesen Runterfallen ständig, hat es Spaß gemacht. Okay, wir sprechen mal mit dem. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich stehen müsste. Hallo? Ah, hier. Der Start war ein Erfolg. Ich halte mich an meinen Teil der Abmachung und werde ins Dorf gehen. Ich sehe dich dann dort, Yuku. Direkt unterhalb der Gipfels ist eine Bienenlinie. Wenn du dir sie leisten kannst, ist sie der schnellste Weg zurück ins Dorf. Die Weltraummönche lassen wirklich nichts zwischen sich und ihre Ziele kommen. Ich mag ihre Art zu denken. Wir heben den ersten gefundenen. Wir haben den ersten gefunden. Jetzt müssen wir noch zwei Häuptlinge finden. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Nimm darauf, dass wir Mokuma retten. Okay, und ich muss sagen, hoffentlich wird das jetzt nicht so was Grausiges wie mit, bei Zelda, also Legend of Zelda. Ihr wisst schon, was ich meine? Gut. Gut. Ja, jetzt haben wir nur noch da oben noch einen Briefkasten, wo ich nicht ganz genau weiß, wie ich daran komme. Also hier. Und ich guck gerade mal. Ich glaube, ich kann auch einfach hier runter. Nein, geht nicht. Gut. Dann gehen wir mal den schnellen. Nein. Obwohl. Oh, doch, vielleicht. Ja, doch. Okay, wir haben eh voll. Was mache ich denn da für ein Blödsinn? Okay. Dann wollen wir mal. Warte mal, wie viel habe ich da? 6, okay. 4 noch, dann haben wir wieder einen von diesen Fackeln, ne? Ah, okay. Oh, okay, damit könnte es klappen. Aber ich sehe gerade, dass hier auch noch was ist, also... Jautsch, das tat weh. Okay, oder wir gehen einfach so hier hoch. Das geht natürlich auch. So, wieder speichern. Wir kennen es ja, das Prozedere. Hi. 1, 2, 3. Autsch. Fast hätte es gepasst. 2, 3. Und wir kommen doch nicht hoch da. Ja, was ist denn das? Okay, Moment. Ich gebe nicht auf. Und bin auch blöd genug, um zu früh loszulassen. 2, 3. Das ist echt ein bisschen anstrengend, muss ich mal lassen. 2, 3. Ja, da wollte ich auch gar nicht hin. Was ist denn das? Okay, Moment, wir kriegen das hin. 3. 2, 3. Und das ist zu weit.
Wir haben das gleich. Moment. 2, 3. Und ich kann... 1, 2, 3. Grandios. Und das Speichern kann ich nicht verhindern. Das ist doch ekelhaft. Genauso wie es ekelhaft ist, wenn man nichts zu trinken da hat. Was sagt denn das Handy? Das Handy sagt, wir haben spät. Okay. So, weiter geht's. Das war nichts. Okay, wir kriegen das noch hin. Moment. Das war zu früh. Nein, 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 nein. Ah, Mann. Ich krieg's Timing nicht raus. Moment. Und das nur, weil ich einen Brief wegbringen will, ne? Ihr wisst das. Wie ich da bin. Nein, das war zu weit rechts noch mit der Last. Kraft. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt muss ich hier abkürzen, weil wieder das Timing raus ist. Und jetzt muss ich genau loslassen, wenn ich hier bin. Oh Mann, das ist ekelhaft. Und wie ich verkackt habe. Das war noch ein Stück zu früh. 3. Wir halten mal fest, ich habe den Dreh eigentlich raus. 2, 3. Bloß irgendwie. 2, 3. 3. 1, 2, 3. Okay, das war noch ein Stück zu früh losgelassen. Fünf. 2, 3,
5. Und wir haben es geschafft! Ah, endlich! So, wir können, glaube ich... Nee, können wir nicht. Schade. Das können wir nur, wenn wir dem dementsprechenden nächsten haben. Aber wir können Post ausliefern. Endlich! Können wir Post hierhin ausliefern. Und wir können noch gucken, wer oder was hier lebt. Offensichtlich ein eingefrorener Kamerad. Ujwa, vielen, vielen Dank. Ich war hier oben tagelang eingefroren. Ich kam hierher, um zu meditieren und ich... und hoffe auf Erleuchtung. Ich dachte mir, vielleicht kann ich ja ein Weltraummensch werden, wenn ich schlauer werde. Aber alles, was ich je erreicht... war das Wissen trivialer Dinge. Zum Beispiel weiß ich, dass du 2005 Früchte gesammelt hast. Was für eine Zeitverschwendung. Ich gehe zurück ins Dorf, schaue ruhig vorbei, wenn du je meine Kräfte benötigst. Oh, okay, das ist jetzt unser Statistik-Fuzzi hier in dem Spiel, würde ich mal behaupten. Okay, warte mal, wir können ja einfach hier... Schleimblasser. Halt, 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 halt! Eine harte Bett mit gefrorenem Mulch. Oh nein, da können wir noch nicht. Okay, aber wir können hier schon mal... dafür sorgen, dass wir da später rankommen. Ah, Scheibenkletter. Da ist das Guano. So. Was, das hat nicht ausgereicht. Laber nicht. Moment. Wie komme ich denn da hin? Das ist interessant. Und wir laufen darüber. Oder auch nicht. Okay, dann versuche ich es anderswo. Vielleicht einfach hier. Okay. Das sieht interessant aus, da unten. Muss ich aber auch wieder sagen, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Noch nicht, ist die Betonung. Denn ich sehe es gerade. Jaut, jaut, jaut. Mann.
Okay. Cool. Ja. Okay, hier ist das, wo ich mir schon dachte, da muss ich noch die Fähigkeit für kriegen. Die haben wir jetzt quasi. Aber die Fähigkeit, ne? So. Nee, warte mal, hier kommen wir nicht weit runter. Hier kommen wir weiter runter, stimmt ja. Und hier. Grandios. Was ist denn da? Ist ja knuffig. Okay. So. Geht das also. Judy, dann haben wir die auch. Huch. Und kommen jetzt in einen anderen Bereich. Können auch hier die Post mal eben austragen. Und ich freue mich. Wer bist du denn? Fleck. Ich mache es einfach. Das ständige Pulsieren des Dorfes macht meinen Kopf ganz wirr. Dieser Witzbold da oben haben völlig aus den Augen verloren, was wichtig ist. Es ist so unnatürlich. Aber wir... mit wem rede ich denn? Du schiebst diesen Ball wie irgendein Sklave der neuesten Mode. Daher statt wie deinen Vorfahren Mist zu rollen. Ich kann dich nicht mal anschauen. Okay. So hätte man das allen nicht sagen brauchen. Versuch gerade da in die Lücke reinzukommen. Bei der Kiste, aber nicht hier durch. Oh Gott. Aber das wird wahrscheinlich so einfach nichts. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Oh, eine glänzende Kugel. Süßballon. Du hast eine Kugel voller klebriger Süßigkeiten bekommen. Was für eine Leckerbissen. Okay. Also mit doch nicht wirklich relevant. Dann können wir ja weiter. Wobei ich glaube, dass der Weg oben lang kürzer wäre.
war fast gut. Warum? Ach so, ja. Das ergibt Sinn. Fast. Wir haben es gleich, Moment. Jetzt habe ich. Sehr schön. Okay, und jetzt haben wir noch eine Abkürzung hier gerade freigeschaltet. Das ist doch prima. Da drüben, das können wir auch freischalten, sehe ich gerade. Gut, das macht uns nur noch mal einen kürzeren Weg. Hierher. Ach, jetzt sind wir hier bei dem Bäumchen. Okay. Und da war ja der Punkt, wo ich nicht wusste, ob und was uns das hier bringt. Ja, okay, das war jetzt, glaube ich, sinnbefreit. Ah, nee, warte, hier. Okay, ich verstehe, wir müssen... Verstehe, gut. Wir müssen diese Kugel voranbringen. Ich muss noch einen weiter, ne? Okay. Das Leben findet einen Weg. Was ist das? Ein intaktes Ei. Zu wissen, dass zumindest einer der Kleinen entkommen konnte, ist wie Sonnenlicht auf meine Kernholz. Du hast meinen uralten Dank dafür, es zurückgebracht zu haben. Ich werde meine ganze übrige Energie darauf verwenden, dieses Ei zu hegen und schlüpfen zu lassen. Cool. Grandios, grandios, grandios. Da haben wir es ja geschafft. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier noch irgendwie... irgendwo hinkomme, wo es auch Sinn macht. Deswegen gehe ich gerade mal ganz nach links. So. Genau, Abkürzungen. Abkürzungen sind eine tolle Sache, wenn sie auch funktionieren. Cool. Cool, cool, cool. Wir müssen hier hoch.
Nee, warte, wo müssen wir lang? Ich muss runter. Ich muss tatsächlich runter. Entschuldigung. Das war jetzt nur ein ganz klein wenig sinnbefreit. Nee, halt, stopp. Hier muss ich hier runter, weil es einfach kürzer ist. Und dann muss ich jetzt hier einfach nur ganz halt nach rechts halten mich. Ob wir hier mittlerweile irgendwas machen können? Nein, immer noch nicht. Na super. Außer Party machen können wir nicht viel, ne? Was ist denn hier unten? Genau nichts, genau. Okay, wir sind gerade so durchgefallen, dass wir keinen Schaden fressen. Nein, jetzt sind wir direkt drauf. Okay. Nein, das... Ach, ich will eigentlich nach links rein. Das ist das Problem bei der ganzen Chose. Warte mal, macht das überhaupt Sinn? Ja, ich bin ja schon recht weit unten. Ich muss nach rechts rüber, damit ich noch weiter kann, ne? Genau. Ja, okay. Das ist ein bisschen verwirrend. Schon sind wir unter 300 wieder. 200 meine ich. Man muss nur das Timing irgendwann mal raus haben, ne? Moment. Lass mich fliegen. So. Wenn schon, denn schon. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich weiter überlegen. Ich will ja hier runter. Dahin will ich. Da hinten ist eine Tourwand. Nein, ich will in Wirklichkeit nach oben. Ach, verdammt ich doch eins.
Okay, grandios. Geil, ich bin in einen Bereich reingekommen gerade, der noch nicht geladen ist. Ihr seht das an der Kugel, die ist abgeschnitten. Und an der matschigen Textur natürlich auch, ne? Ah, Gottes Willen. Okay, wollen wir mal hoffen, dass ich einfach gleich einen Speicherpunkt finde, so schnell wie möglich. Also wenn das jetzt hier noch nachlädt. Was ich aber mache, ist aus diesem Part 2 zu schneiden. Es tut mir leid. Es hat mal wieder zu viel Spaß gemacht, das Spiel. Von daher würde ich sagen, verdammt ich noch eins. Und machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao. PS, ja, ich werde wieder hier hinspielen, falls ich nicht speichern kann. Von daher, bis dann, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao.